Wir können jetzt unsere Rache holen, ohne Ärger zu bekommen. So, Karadovic ist da! Ey Jungs, das Gute ist, wir können PD und Army knallen mit allen Familien. Wir bekommen nichts, wir bekommen keinen Ärger, weil Witkan dabei ist. Wow, was ist das? Fahr weg! Hey, weg vom Casino! Doch, ich hatte Red Dot. Oh mein Gott, fahr bitte, fahr weg! Nein, Gemmo fährt. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zurück auf diesen Kanal. Schauen wir uns an, was Lloyd so treibt. Ja? Wir schießen uns halt jetzt zusammen mit Kali und euch gegen Army. Ja, wenn ihr damit einverstanden seid, mir ist es ja, egal. Dann lass das doch für dich, Lloyd, Mann. Lass das machen und danach machen wir die Fights, oder? Okay, dann lass bei denen uns treffen. Ja, okay, wir treffen uns bei Kali. Okay, bis gleich. Bis gleich. Adios. Ey, Jungs, setzt euch in die Autos, wir fahren los. Was? Ja. Wir haben keinen Becky-Fahrer, wir haben keinen Eli. Wir fighten gegen jemand anderen. Bitte sagen wir nicht Kali, Bruder. Nein, mit Kali. Mit Kali zusammen. Gegen PD. Oder? Doch, PD. Ja, die sind... Wir können jetzt unsere Rache holen, ohne Ärger zu bekommen. Warum? Weil zu viele Familien das sind. Ey Jungs, wir können unsere Rache holen gegen PD. Warum gegen PD? Ich dachte, wir fighten einen Kriegsvertrag. Ja, ich komme nach, weil wie gesagt, ich muss noch Scheiße holen. Hä, ich wurde ja voll geprankt. Ja, war spontan. Kommt, steigt ein. Kommt, vamos, wir fahren. Wie ich geschlafen, ich f*** dich gleich mit deinem Schlafen. Steig in das Auto ein. Hey, steig doch in die Autos ein, Jungs. Wir warten noch kurz auf Lorenzo, der kommt doch jetzt. Wir warten. Der kann noch nachkommen. Dieser Pendejo di merda, Calivega, Alvega, Metrosso. Was ist das, Digga? Voll nicht, Timo. Wir haben einfach geparkt. Ey, oder? Junge. Lern parken, Timo. Was geht ab, Kali, Jungs? Abend, Leute. Heute Freunde, morgen Feinde. Oh, sogar Asari sind da. Why? Sogar Radovic ist da. Meine Bruder. Was geht ab, komm, Jungs? Komm, Leute. Komm, ich hab auf dich gewartet. Ihr seid unsere Gegner, unsere Feinde. Ja, unter meine Ehre. Ah. Ja, Leute, hab ich den richtigen gefunden, oder? Heute Freunde, morgen Feinde. Hola. Hier, sagt er. Sind wir Hunde? Ach, Scheiße. Wir machen das ganz einfach. Genau, hier ist alles gut. Können wir kurz aufgeklärt werden? Warum? Ja, hört zu. Schaut mal. Das ist eine Sache, die macht ihr nicht für mich. Das ist eine Sache, die machen wir für jemanden, den wir nicht kennen. Manchmal also, sollte man irgendwas... Ja, das ist genau wie eine Spender, Mano. Du spendest an irgendein Land für jemanden, der Hilfe braucht und du kennst die Person nicht, die gerade eventuell etwas von diesem Essen isst, was du bezahlt hast. Und es ist eine schöne Sache. Und genau das Gleiche passiert heute, was wir hier machen. Jemand hat mich vom Gefängnis bis hierher gefahren und er wurde deswegen gekündigt. Beziehungsweise sie. Weil sie mich hierher gefahren hat, wurde sie gekündigt. Und ich dulde diese Scheiße nicht mehr, Mierda. Das passiert zu oft, Hermanus. Also ich muss sagen, ich finde das gut und lustig. Geschieht dir recht. Aber ich bin dabei, weil die Pedila, ich habe schon darauf gewartet, endlich mal denen zu zeigen, was Sache ist. Die gehen mir so auf die Eier. Ich dachte, du hast keine mehr. Ja, aber, ja, wie nennt man dieses Wort, wo man, wenn man etwas nicht hat, aber man denkt, man hat es? Phantomschmerz. Ja, diese Phantom. Ja, genau, so ein Phantomschmerz. Obwohl da nichts ist für Schmerzen, ist es irgendwie da. Ich auch, also selber wie du. Ich verstehe. Sehr cool auf jeden Fall. Aber das ist eine Revolution. Wir machen das ganz einfach, Mano. Wir jagen sie einfach. Okay. Oh. Jeder fährt mit seiner Kolonne, bum bum bum, wir greifen sie von allen Seiten an, aber, überall. Dann müssen wir das so machen, dass wir uns nicht gegenseitig abknallen. Das wäre schon mal eine gute Idee, Radovic. Ich weiß nicht, dass die Azuri gut war. Also ich kann mir vorstellen, dass die Asadis auf Santa schießen, nach dem, was ich da gehört habe. Okay, lasst uns einmal alles zusammen, lasst uns einmal hier vorne ganz kurz hin. Die Lieder stellen sich an meine Seite. Nee, komm nicht so mit gut. Ja, ich habe gar keine Hilfe, ich weiß gar nicht, warum die hier sind. Wo ist Salat? Ich verstehe auch nicht, Digga. Weiß auch nicht, die Lieder stellen sich neben mir, die restlichen mir vor uns. Nö. Ist doch klar, was ist das für eine Frage, Mia? Ihr kennt doch wohl die Hierarchie. Nö. Da hinten kommen schon die Krips. Wer kommt denn alles? Die Krips, Kassab, viele, Seebreitenberg. Wenn wir den Österreichern auch noch Bescheid geben und sie mit Langwaffen schießen, dann wird ich das ich hab die Nummer von den Österreichern nicht, Hermano. Mach das klar. Einer von den Kalis, geht mal nach vorne zu dem Tor, sagt die Krips und rein. Leute. Ja? Wir bleiben in Kali-Funk. Jede Familie bleibt in ihrem Funk. Adios, bis gleich. Da ist, obwohl die sehr, sehr gut zu Kali stehen, um ehrlich zu sein. Boah, guter Call. Wo sind die Mobiler? Ach ja, Mobil gibt's ja auch noch. Ey, Jungs, das Gute ist, wir können PD und Army knallen mit allen Familien. Wir bekommen nichts. Wir bekommen keinen Ärger, weil Witkan dabei ist. Könnt ihr mich alle hören? Tobt euch aus. Ja,
Patron, ich hab echt keine Lust auf zwei Freunde-Filme, ehrlich. Halt deine Fresse, Tiam. Aber ich würde vorschlagen, dass wir alle... Alaikum Salam, alle stell dich zu uns. Ich würde vorschlagen, dass alle Familien in ihren eigenen Funk bleiben. Jede Familie konzentriert sich darauf. So viele Polizisten, so viele Army-Leute, so viele Leute von der Justiz... Wir gehen in PD rein. Wir gehen in PD rein, Jamo. PD und Army. Jetzt können wir endlich uns rächen. Für das, was sie uns angetan haben, die letzten Tage. Achtet darauf, dass wir uns nicht gegenseitig niederschießen. Das ist wichtig. Heute schlagen wir einmal zurück, Mira. Sie kommen, nehmen uns 30% und verpissen sich. Und wir können nichts dagegen tun. Sie sind zu stark. Und heute zeigen wir denen, wenn sie übertreten, dann übertreten wir auch. Und das ist heute ein Zeichen von uns für sie. Mr. Wittgen, die Österreicher tragen schwarze Uniformen, also Smokings, mit einer roten Krawatte. Die schießen jetzt mit uns, mit Langwaffen auf die... Wer ist von Azadi? Halat. Leute! Ja? Aber ja? Brauchen sie ja? So viele Familien? Mr. Wittgen? Oh ja, Armano. Oh ja. Sind das so viele? Das ist ein, wir sind zu viele, man hört mich nicht mehr. Darum geht's. Dass die sehen, dass wir keinen Bock darauf haben, hier... Wer nicht auf mich hört, der stinkt. Darum geht es. Wenn es darum geht, Armano hat mehr... Vor ein paar Tagen, mir hat mehr 20 arme Leute alleine geholt. 20. Na gut. Dann lasst uns losfahren. Jede Familie an ihre Kolonne und lasst uns diese dreckigen, widerwärtigen Maden, Kakerlaken jagen! Genau so. Okay. Juri, Timon, ich läuft direkt in Becky. Fahr einfach, der Masse dahinter. Ja, können wir machen, gib mir Bescheid. Ich sag dir Bescheid einfach. In welche Kolonne sind wir hinterher? Na, einfach hier vor uns. Ey, komm mal, Haupteingang. Ja, warte ganz kurz, Bro. Oh Gott, hier wird dick geschossen. Ey, am Casino wird dick geschossen. Ey, Jungs, am Casino wird dick geschossen. Am Casino. Hey, entspannt euch doch mal, was ist denn los? Hey, ich will mitschießen! Komm, lass fighten! Lass dir so lange aufstehen! Hey, bleib stehen, bleib stehen! Nimm Leute mit! Wieso liegt dein Mann wieder, Stefano? Hey, keine Ahnung, ich hab keinen gesehen. Bin die da, mein Gott. Mein Gott, ich seh, ja. Zynisch. Fahr ein bisschen ran. Am Arsch mit Arsch. Wo ist denn der? Der piekt nichts. Rechts an diesem Luftfilter. Der wird aber bestimmt pieken. Ey, auf Highway war ein Auto von denen, ne? Pass auf Casino, auf ne? Casino hat Sniper. Boah, du hast uns gefickt, Digga. Genau, hier ist ein Auto, hier ist ein zweites Auto. Deswegen wollte ich hin. Hier ist ein zweites Auto. Ey, der springt! Wo ist er? Und hinter uns. Fahr. Wow. Lebt ihr alle? Ja. Nein, er liegt! Sammy liegt! Fahr zurück. Oben noch einer. Ja, Ich weiß. Warte, der ist auch noch in Range, ne, von Höhe her. Ja. Jetzt aber nicht mehr. Oder doch? Doch. Der landet auf Gedida. Ja, jetzt nicht mehr. Das Todesziel, fahr hier einmal vorbei. Da wird nur noch ein bisschen kriegen. Ihr könnt doch hier draufklettern, ne? Ja, aber das ist zu risky. Das ist viel zu risky. Wenn die das halten. Ich hab eine Idee. Der klettert. Ey, drei gepanzerte Panzer gefahren raus. Pass auf. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Ja, aber ich glaube, das war kein Pedila. Oh. Hinter uns. Fahr zurück. Chill. Hast du Fuffi? Ja. Ja, das ist die coole. Aber die haben mehr Range, ne? Die haben mehr Range, pass auf. Siehst du ihn? Schön. Ja, aber ich hab keine Range. Musst du machen. Er piekt gerade. Noch kein Range. Boah, dann wird's schwierig. Einmal mit Eier vorbei, sagst du? Der hat gepickt. Ja. Rechts. Oh, da ist jeden, warte. Dann zwei. Warte, pick. Ja, dann zwei aber, Bruder, ne? Pickt der gerade? Ja. Warte. Noch von irgendwo. Niemals, das nicht in Range. Die haben Range. Ich nicht. Ja, die Papa, aber. Pick einmal. Du kannst hinten rechts in den Right gehen. Weißt du, wie auf Vortex. Mach deinen Hintergrund aus. Ich muss drehen. Ja, ich muss drehen. Warte. Warte, siehst du den? Da oben. Es sind vier Leute auf da. Pick nicht mehr. Ja, ich weiß, chill. Maybe kannst du auch hier so ein Hackage. Ja, mach mal. Warte, ich kann nicht so lange pieken, das wird doof. Warte, wenn einer lange piekt, oder? Richtung Mirror Park Tankstelle.
drin hatten? Komm. Leute, wir brauchen ein Heli, Bruder. Aber das bringt uns nicht. Heli, mit Heli können wir nichts anfangen. Ich muss hier hoch. Wo ist er denn? Seht ihr ihn? Fahr andere Seite vom Brücke, Jim. Ey, zwei PD, da laufen nach Fuente. Pass auf, ne, zwei PD, da laufen nach Fuente. Auf die Kacke. Nach Fuente Richtung PD. Kümmern uns um die hier. Die laufen nach Fuente Richtung PD. Oder du fährst jetzt mit AR, komm, fein. Fahr aber hier oben, fahr mit oben. Mit AR an Dings vorbei. Gute Lieder. Hast du genau gefahren? Wir sterben nicht. Richtung vorbei, Bahnwesen, deswegen schwer Rahmen. Fahr rechts? Da links oder links? Der war zuletzt an der Kreuzung Richtung. Warte, ich fahr noch mal. Richtung La Fuente. Zuletzt dort, La Fuente Richtung Theater. La Fuente Richtung Theater? Okay, ja. fahr gleich links hoch am besten. Oh mein Gott, Jet! Ja. Verpisst euch, Jet kommt! Warum? Es ist. Also, GW. Wir holen die La Fuente. Ey, Jet kommt! Irgend so ein Jet! Wo sind die? Ah, die sind aus dem Theater. Ey! Es ist in 4 Minuten das Wende. Wir sollten eigentlich zurück, ne? Ja. Sonst haben wir kein Auto. Und dann können wir nicht weitermachen. Ey, wenn wir in 4 Minuten nicht zurück sind, dann haben wir kein Auto. Ich würde vorschlagen, wir sind, treffen uns am Anwesen wieder. Weil sonst war's das. Fahr weg! Hey, weg vom Casino, weg vom Casino, weg vom Casino, weg vom Casino! Weg vom Casino! Newton. Fahr mal weg, bitte! Ach, die haben ja voll Range. Das ist ja krass. Ich dachte, hätte jetzt nicht so viel Range. Ist der dumm? Fahr jetzt links. Wir gehen jetzt für die Ficken. Komm. Weg vom Casino. Ganz Army ist dort mit irgendwelchen schweren Geschützen. Ja, Panzer, Bruder. Kali hat uns doch gefragt, ja. Warte nicht mal was. Ey, du kannst dir doch einen Panzer rausholen, damit du weißt, ne? Ja, ich weiß. Aber da muss mir Range auf eingeben. Hier ist ein PD-Auto, ich hab's genau gesehen. Wir müssen zum Anwesen, wir haben sonst kein Auto, Jungs. Rechts. Da sind Jets. Die werden uns tot. Nein. Der schießt da oben drauf. Kein Range, aber auf PD das. Ey, die werden uns one-hitten. Nein, kein Red Dot, man kann von vorne. Doch, ich hatte Red Dot. Oh mein Gott, fahr bitte, fahr weg! Ich hab einen. Hast du einen? Wie? Oh. Ja, ey, ich hab einen geholt von diesen Panzerfahrzeugen, ja. Der auf oben bei diesem MG ja. ist. Ja. Ich hab einen geholt. Er darf seinen Patron schlagen, ich weiß nicht. Ja, das ist gut. Einer ist sauer, weil ich 3 geholt hab und er nicht. Das war nicht gut. Ich hab fehlgeholt eigentlich. Hab ich auch. Hab ich auch. Diese Panzer, ne? Den hast du auch. Hab ich auch. Diesen MG-Typen. Ich hab gesehen. Jammer, hol ein Auto. Nein, Jammer fährt. Das kleine Raus versehen. Leute, was macht ihr? Du bist so gefickt, wer alles. Ihr könnt Ayo sagen, er hat 2 Wochen Bann auf CrimeLife. Ey, Ayo, 2 Wochen Bann, ne? Du Stück Scheiße, Mann. Ich darf jetzt 15 Minuten nicht mitmachen, plus ich muss warten, bis ein Medic kommt. Meine Forderungen sind, ich und Selmo wollen hier frei raus und ich will das PD. Ich lasse euch PD in Ruhe. Ich will nur die Army hinrichten. Sie können sich vorstellen, dass ich diese Forderung leider nicht eingehen kann. Ich kann keine Menschen leben, einfach hin. Ja, alles gut. Ich habe ja nur gesagt, ich will einfach nur mit Selmo hier frei raus. Das war's. Mehr will ich nicht machen. Sie und Ihre Frau möchten hier raus, richtig? Das ist nicht meine Frau. Lorenzo, gut, dann ist es. Sie sagt noch gerade, dass sie. Komm, Medic. Ich glaube, sie ist Kali an der Trennung genug. Auf jeden Fall. Ach du grüne Neun, das ist eine Aui. Ja, jetzt bekommt ihr aber Angst. Zittern die Knie, richtig? Richtig? Zittern die Knie mir. Wenn ihr wisst, was ihr Geschütze wir haben hier, ihr habt keine Ahnung. Einer von euch. Einer nacheinander stirbt von euch. Amsterdam, ich einfach Mayans knallt Mayans ab. Alles so crazy. Alles so crazy. Diese Mayans, die knallen sich einfach gegenseitig erstmal ab. Ah, warte mal, ich wurde ja auch von meinem Mann gesagt, aber meint. Huhu. Gracias. Warum holst du ihn hier hoch? Weil die Banane ist krumm. Ist doch nicht schlimm. Doch, besser ist als, es. Ja, besser als über Süßigkeiten zu sprechen. Der ist es. Behandlungsraum. Der ist es. Spricht da irgendwas über Süßigkeiten und redet dann. Der ist es. It is what it is. Oder? Ja, ich würde schon gerne mitmachen, aber das hast du mir ja verboten. Es gibt auch diese Phantom, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, aber es gab. Ja, bitte flieg weg, Jet. Der knallt uns gleich ab. Rechts von uns. Ja, genau, flieg direkt auf ihn zu. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Sehe ich nicht, ist nicht schwer. Jetzt direkt an uns vorbei. Oder ich komme nicht mehr klar, ne? Meine Ohren gehen kaputt.
Haben noch eineinhalb Minuten, schwere Arme. Ich war auch schon hier. Hier sind alle Türen zu, oder? Warte. Ja, alle Türen zu, alle Türen zu. Ey, Garage, komm rein. Das ist die Tür auch zu, Rico. Balla. Garage. Ja, das sind schon alle von uns. Ja, aber Leute, von unten Garage bist du tot, ne? Die halten bei Treppenhaus Red Pigs. Ey, Jungs, seid ihr unten Garage? Ballergarage, seid ihr unten? Warte, ich komm jetzt Garage rein, ne? Jungs? Ja, das sind. Du kannst rein. Wir gehen Garage rein. Das sind Asadis. Ah, nein, ist das Team. Wow. Oder Ayo hat wirklich meinen ganzen Content hat er wirklich weggenommen. Musst du aber, warte, kleinen Moment. Ja, ich weiß. Was ist das hier? Ich kenn den. Boah, voll die coole Maschine hier. Der ist so tot, mir da. Selber schon. Was ist das hier? Bitcoin, was haben sie hier gemacht? Das kann ich dir nicht sagen. Knapp mich mal bitte nicht ab, ich bin auf diesem Cargo-Ding. Ey, wer schießt denn auf mich hier? Ah! Vom No-Clip, Yahmar! Oh ja. Ja. Sag mal, wie du weiter knallst. Achso, das war ein Back. Du bist trotzdem gefesselt. Ekelhafter. Ey Junge, was machst du? Achso, das ist Breitenberg. Ich hab dich! Einmal bitte mit den hoch in den Support. Ey, hat irgendjemand gecheatet? Nein. Du hast vergessen, du kriegst ihn nie. Warum macht ihr das? Warum schießt ihr? Das ist Oder er geht No-Clip, killt alle, ich schieß mit euch! Wer? Gegen Pini, Ticker, du! Er hat doch gegen Ami geballert! Ich hab gesagt, wenn einer vom Geschäftsführer mit gegen uns schießt, schieß ich auch mit Dings, mit Rechte. Digga, und er hat gegen ich hab was redest du? Ali hat uns mit Raketen abgeschossen! Ich wurde auch. Nein, ich hab das gesehen und dann hab ich mitgemacht. Das war die Hydra aus Österreich, glaube ich. Nein, das war Ali. Ich hab doch auch einen Kill gehabt. Ich hab's doch gesehen. Ja, 5-6 Kills auf einmal. Gut. Dann hab ich erst mitgemacht. Davor ja, nicht. Jetzt her. Ja, ach nee. Loser, weiter. Einfach 4 Stunden später. Was sehe ich hier? Ey, wie machst du das? Digga, er ist immer noch gefesselt. Wie machst du das von vorne? Ja, crazy, ne? Oh, da ist ein Pidila, den hau ich weg. Ali, hast du gesehen, was ich mit Dings da gemacht habe, mit Kargebob? Das hat ganz lustig. Hä, stimmt nicht. Ach du Scheiße! Du ekliger Abu Zettermann! Ach du heilige Scheiße. Blöd gelaufen. Hier liegen 30 Männer von dir und du sagst zu mir blöd gelaufen, du kleine Chucha. Kann ich dir jetzt hochholen, Abo? Nein. Ich will das IC ausspielen. Hä? Wie soll ich das IC ausspielen, wenn du dich teleportierst? Ja, die haben Adminrechte benutzt, ich hab's auch gemacht. Ich hab extra erst danach. Ja, aber Army. Ich werde die Army so lange. Geht ab, Elias. Bis ihr einsieht, dass ihr schuld seid. Was ist Bitcoin, ist das hier ernst? Wir kamen aus dem MD. Also bin ich dafür schuld, dass die Frau. Ist das hier ernst? Wir kamen aus dem MD. Wieso hat sie euch angelogen? Hol sie hier.
Wenn die, die hätten sich doch eh ausgerüstet und wären wieder in den Krieg gegangen. Jetzt, ja, die WMD. Ich mobilisiere dann wieder alle Familien. Der Grund, warum sie gekündigt wurde, ist nicht, weil sie sie ans Anwesen gefahren hat. Wieso dann? Weil sie, ich habe sie dann zur Rede gestellt, was sie im Kali-Anwesen gemacht hat. Die erste Antwort von ihr ist gewesen, sie habe sich verfahren. Dann habe ich sie ein zweites Mal antworten lassen. Habe gesagt, sie hat jetzt einmalig die Chance, dass sie mir... Oder hat er mich jetzt stabbit und liegen lassen? Gewesen, sie hat sich verfahren. Nein. Daraufhin habe ich gesagt, Frau Sarah, überfahr mich, kein Problem, Radovic, überfahr mich. Ja, überfahr mich. Safi. Oh nein. Oh nein. Ey, Junge, hör doch auf. Nimm mich mit. Mike, trag mal, Leute. Warte. Sie sind trag mich. Steck dein. Bei voll gezündet. Mein Vater war das. Ey, sollen wir auf den Kopf schießen? Nein. Und tatsächlich, auch wenn sie sich jetzt irgendwie einsetzen tun für sie, ich kann ihnen das gleiche sagen wie ihrem Vater. Ja. Ich habe sie gekündigt, ist richtig. Heißt aber nicht, dass sie ein Leben lang hier nicht mehr rein darf. Das ist Quatsch, Mirda. Wer meinst du? Dieses Kündigen ist Selma? Quatsch für so eine Scheiße. Nein, scheiß auf Selma, Mirda, das hat mit dir doch gar nichts zu tun. Trümmerbruch. Machen wir heute noch Kriegsvertrag gegen Kaukasien? Über wen reden wir hier? Auch über Summers, die heute rausgeflogen ist. Warum? Dann entfesselt mich. Ihr könnt mit den Waffen auf mich ziehen. Ich habe keine Waffen dabei. Soll ich ihn durchsuchen? Ja, durchsuch mich. Ja, zu spät, jetzt habe ich ja nichts mehr. Okay. Ich brauche ein Handy. Kriegst du? Ich gebe. Gib sie ihm bitte eins. Trümmerbruch. Es geht um seine Frau Selma. Wieso tut's um sie? Er ist verheiratet. Das weiß ich doch. Ich dachte, das war crazy. Ein Hallo? Hörst du mich? Joy, ja. Sag ich doch, Mirda, was ist denn daran falsch? kannst du zu Army kommen? Oh, Mann. Ja, kann ich machen, aber die wollen mich dort nicht. Komm einfach her. Na gut, ich komme. Okay, versuch dich zu beeilen, wir sind schon hier, adios. Okay, oh, beeil dich mal jetzt. Wer ist diese Joy? Ich weiß auch nicht, was ihr Sinn und Zweck ist hinter dem Ganzen. Sie wird trotzdem. Oi, Joy, hast du uns alle in Probleme gebracht? Ist mir scheißegal, was hier passiert. Ich hab das denen heute schon. Alle haben hier eine Ansage gemacht. Ob heute herrscht hier wieder Zucht und Ordnung und Disziplin. Jo, Mirda, lass mich nicht dafür sorgen, dass hier jeder Einzelne gekündigt wird. Und wenn ich will, Mirda, nehme ich mir jeden Einzelnen von deinen Leuten. Außer vielleicht ein paar Leute, die ein bisschen weiter oben sind. Den Rest kann ich für meine Zwecke benutzen. Gut, wenn sie wollen. Zeig's ihm, Trümmi, zeig's ihm. Ich werde die Army nicht hier brechen lassen oder sonstiges. Du brichst sie doch selber, Mann. Du brichst sie doch selber. Die Leute brechen sie, wenn dann, untereinander. Aber jo. Ich stecke hier Blut und Schweiß rein. Blut und Schweiß und ein bisschen Sperma. Was? Was? Nee, das ist tatsächlich ausnahmsweise nicht. Sie kommen jetzt auch einmal hier rüber. Mach dir einfach eine Ansage, Mirda. Komm sie doch, ist Rang hoch. Die ist Rang hoch? Richtig. Hast du ein Problem damit, dass eine Frau ist oder was? Nein, überhaupt nicht. Ja, also. Interessiert mich nicht. Also worum geht's jetzt wirklich? Wieso der ganze Angriff? Es geht darum, dass sie gekündigt wurde, weil sie mich hochgefahren hat. Wer kommt denn jetzt, Trümmerbruch? Die Dame, wofür Herrn Bitcoin den ganzen Krieg auslösen tut. Oh, seine Ehefrau. Das ist was ist da jetzt? Geht dieser Krieg jetzt weiter oder nicht? Vielleicht die zweite. Kommt die jetzt, komm, tue, Trümmerbruch. Mirda, was ist denn los mit euch? Seid ihr alle dumm in der Fresse, Mirda? Wo sind die denn? Ja, lässt uns einfach so im Regen stehen, Trümmi. Das ist nur ein bellender Köter. Ich mach dich gleich zu meinem Köter, Mirda, wenn ich dich an die Leine zieh, bueno? Du bist meine Chucha, ist verstanden, Junge. Du bist meine Chucha. Ah, direkt Angst bekommen, ja? Direkt Angst bekommen, ja? Komm her. Hast du Angst vor mir, ja? Ja. Hast du Angst? Ich glaub, das war's. Da passiert gar nichts mehr.